Ne, was? Die Russen. Ach so. Also, das linke ist. Wir richten gerade ein mit unseren Musik. Vier Kanäle. Ja, hier vorne, die haben richtig Hektik. Ja, ja. Während wir noch ganz gemütlich nehmen. Das Mikrofon ist bereit. Und jetzt geht es darum, richtig einstellen und dann los. So, also, wir sind jetzt hier bei Matthias Heimcher in Solothurn im Studio. Es macht unheimlich Spass und wir nehmen jetzt hier den Pop-Teil auf vom Pop Classic. Gestern war Phil Dankner hier, immer noch eine grosse Nummer in der Schweiz. Wir haben wahnsinnig viel Spass. Wir können nicht nur einspielen, leider müssen wir zwischendurch auch ein bisschen warten. Und ja, wir sind dann schlussendlich gespannt, wie es rauskommt. Diese Woche 15 Songs aufgenommen. Musikalisch muss ich sagen, sind meine Erwartungen nicht nur erfüllt worden, sondern sie waren getroffen. Die Lieder, die wir das Gefühl hatten, werden harte Knacknüsse, sind so gut rausgekommen, dass ich wirklich Hühnerhaut bekommen habe. Also ich bin sehr gespannt auf die CD, weil jetzt kommt natürlich noch die ganze orchestrale Seite dazu. Ich freue mich extrem. Ja, guten Abend, guten Tag, guten Nachmittag miteinander. Ich weiss gar nicht, was für Zeit das ist, aber süßer als es auch wäre, verführerischer als das, um daran zu rütteln, wird die neue CD-Produktion von Phänomen, und ich habe das phänomenale Wortspiel Vergnügen gehabt, ein paar von diesen genialen Songs einzuspielen. Wunderschöne Songs zum Träumen. Die Ewigkeit ein Stückchen, ein sehr weiteres Stück, geniale Musik von genialen, schönen Gielen. Die Diote lassen wohl am Mann, hat mal am Morgen früh noch in Pyjama. Ist da vor dem Maschinen. Ja. Das bringst du nicht, gell? Schöne Kamera! Süßer als ein Erdbeere, verführerischer als das, ist die neue CD von den Phänomen. Und ich hatte das Glück und Vergnügen, ein paar von diesen schönen Songs hier zu spielen, im wunderschönen Studio in Lohnenswil. Ich finde es klasse, dass vier Sänger hier gleichzeitig singen, dass sie das ganz wunderbar machen. Dass wir eben in einer wunderbaren Band arbeiten, in einem schönen Ambiente, einem schönen Studio. Und ich glaube, es wird ganz wunderbar werden. Das gefällt mir besonders gut. Liebe Fans, wir sind fertig mit dem neuen Phänomen-Album. Und ich bin Matthias, ich habe Drums gespielt. Und ihr müsst es kaufen. Das ist die Platte für dieses Jahr. Viel Spaß. Und ich gehe sicher kaufen, die Platte. Ich habe keinen Plattenspieler daheim. Ich freue mich trotzdem drauf. Vielleicht lade ich es aber bei iTunes. Phänomenal wird es auf jeden Fall werden. Die Erwartungen sind weit übertroffen worden. Ich habe extrem Freude, was ist gegangen. Eigentlich nicht an dem, was ich geleistet habe, aber was drumherum passiert ist. Die Produktionsseite und Musik. Also mein Gefühl sagt mir, dass das sehr geil kommt, muss ich sagen, weil ich hätte es nicht so erwartet. Die Band ist natürlich professionell und eine hammermässige Band, die sind cool drauf, wir haben eine gute Stimmung. Mein Gefühl sagt mir eigentlich nur positiv. Ich bin Matthias Heimcher, wir sind hier im Studio mit dem Phänomen, wir haben eine super Aufnahmewoche gehabt. Es geht nicht mehr lange, könnt ihr die CD kaufen, bleibt dran, ich freue mich. Ciao! Hallo zusammen, das wär's gesehen, das ist die CD-Produktion, zumindest das, was das Instrumentale anbelangt. Dann kommt dann das Orchester und wir wollen die Stimme einsingen. Ich habe so wenig gemacht wie noch nie diese Woche, aber ich bin so etwas von auf dem Hunger, einfach mehr von diesen Eindrücken. Und ja, es war unglaublich, es hat Spass gemacht und wir freuen uns auf das Resultat. Tschüss. Viel Spass hat es gemacht bis jetzt. Ich bin noch ganz frisch. Ich habe jetzt 43 Stunden ohne Schlaf 24 Songs eingespielt in 5 verschiedenen Tonarten. Und ich freue mich einfach auf das Album. Wenn es fertig gemischt ist mit dem tschechischen Orchester, das in Südafrika spielt. Ein Stück Musikgeschichte, habe ich schon gesagt. Nein, ich bin so schlecht. Ich finde es einfach wahnsinnig phänomenal, dass ich hier spielen darf. Vielen Dank und einen lieben Gruß zuhause. Thank you.
Sag mal ein Gemüse, das du gerne hast. Ricola. Ist das ein Gemüse? Brokkoli. Du meinst Brokkoli? Fenchel. Nee, Fenchel, nicht. Tu mir nicht sinnloses Material verbrauchen. Aber je schneller du es sagst, umso schneller kann ich wieder abstellen. Stell ab. Ein Gemüse, das du gerne hast.